Aus diesem Screencast schwenken wir um von HTML, also der Spruch, die sich um den Inhalt bekümmert von einem Website, ob CSS River, die Technik, die uns ermöglicht, die ganze Site dann zu stylen. Wir sehen als alle erst, wie überhaupt CSS an einer HTML-Site aktiviert und dann gucken wir uns, wie so ein CSS-Kommando überhaupt aufgebaut ist. Als dritte Etappe fangen wir an, als erstes Experimente zu machen, für Schriftarten zu verändern, Farben, Hintergrundfarben, Paragraphen zu stylen. Als erstes Schritt machen wir mal unseren Basics-Folder auf, der sich am 03 HTML CSS befindet. An unserem Basics-Folder haben wir als Original HTML, den Backup aus dem letzten Screencast, als Datei Start HTML, die Datei, die wir werden verschaffen, und wie ihr seht, hast du noch eine dritte Datei, die das Stylesheet.css heißt. An der dritten Datei sind alle die Styling-Informationen dran oder ein kleines Set, die uns hilft, mit CSS ein bisschen zu experimentieren. Du stellst dich natürlich die Frage, wann hat die CSS-Datei schon leid an dem selben Repertoire, wieso geht das Styling dann nicht mit auf der HTML-Seite überholt? Für das echte Mysterium zu lesen, gehen wir an den Quellcode von der Datei Start.html gucken und wir probieren irgendwo eine Codezahl zu finden, die etwas mit CSS zu tun hat. Wir gehen also jetzt im Mausklick auf Start.html und wir wählen als zweite Option Edit with Notepad++. Wir können nur direkt von einem Trick profitieren, der schon an vorherigen Screencasts erwähnt ging, und zwar das sind die HTML-Kommentare. Da wisst ihr, dass die heutige Datei erst kommentiert ist. Das heißt, du also plus minus bei all Zeil Code erklärt, was dann die Zeil überhaupt mischt. Das heißt, wir gehen mal einfach als Codezeilen durch und wir gucken an den Kommentaren, ob wir irgendwo eine Information über CSS finden. An den ersten 5 Zeilen als Neist dazu gehen. Zeile Nummer 7, die erlaubt als Umlauter zu tippen. Den Titel, da steht ja CSS dran, mit der das den Titel von der Website, den oben am Browser, hier angewiesen wird. Und dann gucken wir nochmal Zeile Nummer 10. Da scheinen wir schon mehr fündig zu sein. Bei Zeile Nummer 10, da gibt es etwas referenziert, eine Datei, die Stylesheet CSS heißt, bei uns heißt das CSS. Wir kriegen hier gesagt, dass es ein Stylesheet ist. Und dann gucken wir, was im Kommentar steht. Hier wird angegeben, wo sich die CSS-Datei mit den Designvorgaben befindet. Durch diesen Kommentar wissen wir, dass der dort in Zeile Nummer 10 genau die Zeile als die UGIT auf welcher Datei das alle Designvorlagen sind. Du hast wahrscheinlich direkt schon verstanden, wo hier das Problem liegt. Ganz am Anfang von der Zeile geht auf die Datei Stylesheet CSS verwiesen. Wie wir mal wieder gesehen haben, heißt als Datei hier aber nicht einfach Stylesheet.css, sondern sie heißt das Stylesheet.css. Wir schauen jetzt heute zwei Methoden für das Problem zu lesen. Die erste wäre, dass wir die Datei ganz einfach umbenennen, von das_stylesheet.css auf stylesheet.css. Oder wir gehen den Quellcode anpassen. Ich entscheide mich heute dafür, für den Quellcode anpassen zu gehen. Ich wähle in unserem Hi an den Notepad++ ran und ich tippe den Dateinummer so dahin, wie ihn tatsächlich ist. Das ist das_stylesheet.css. Ich save dann meine HTML-Datei auf. Und ich gucke mit einem Refresh am Firefox, was da lo passiert. Wie das mal am Quellcode die richtigen Dateinummer von unserer Styling-CSS-Datei angehen haben, lädt der Firefox auch sämtliche Styling-Instruktionen ohne Problem heran. Für mal eine erste Idee zu kriegen, wie CSS funktioniert, probieren wir mal zwei Fragen zu klären. Wieso ist lo bemol mein grosse Überschrift rot gestellt und wieso ist der komplette Hintergrund vom Website orange? Dafür muss nicht an der CSS-Datei irgendwelche Instruktionen gehen. Wir gucken uns für diesen Moment den HTML-Quellcode an, ob wir da etwas Besonderes finden. Es interessiert also im Moment die große Überschrift Erste Schritte mit HTML und CSS an den Hintergrund vom Website. Dann gehen wir mal an den HTML-Quellcode gucken. An der Zeile 15 hier, da steht die Zeile, die die große Überschrift angeht. Wir sehen, dass du den H1-Tag hast für die ranghexten Überschrift, den Text, also es weiter nicht. Das ist die ganze Formatierung, die liegt an der CSS-Datei. Und dafür gehen wir mal direkt an die CSS-Datei gucken, was dann da steht zu dem H1-Tag. Ich wähle also rüber hier an den Explorer und ich mache jetzt einen Mausklick auf meine CSS-Datei und wähle auch hier Edit with Notepad++.
Ich habe meine CSS-Datei am Notepad++ geladen. Ich werde wahrscheinlich nur direkt die vielen geringen Texte an der Sprache. Aber das sind auch Kommentare, wie man sie aus einer HTML-Datei kennen. Weil auch an einer CSS-Datei ist es enorm wichtig, dass er so viel wie möglich auskommentiert, dass er wisst, was dann eigentlich eher hernau wahrscheinlich mehr komplex Formatage-Instruktionen nach bedeuten. Es verliert ihn nämlich sonst relativ sehr den Überblick. Wichtig ein Unterschied lässt sich daran, wie Kommentare auch geschrieben gehen. An einer CSS-Datei fangen Kommentare immer um mit einem Slash an einem Sternchen oder Asterisk, also halten ab mit einem Sternchen Asterisk an einem Slash. Das CSS-Datei ist ganz intensiv auskommentiert, sodass er für alle Formatage-Instruktionen jeweils eine kleine Erklärung hat, die soll helfen, seine eigenen Stylings zu definieren. Kommen wir zurück und die erste Frage, die wir gestalten. Wir wollen eine Antwort kriegen auf die Frage, wieso das als H1-Überschrift auf der HTML-Seite rot gestaltet ist. Aber die Antwort findet sich ab der Zeile 6 an der CSS-Datei. An der Zeile 6 befindet sich den HTML-Tag, den wir sichern, und zwar H1. An der CSS-Spruch nennt ihn Dadlo ein Selektor, das ist auch im Kommentar drunter erklärt. Der Text, du geht spezifiziert, was der Lauf von der HTML-Seite soll gestylt gehen, in diesem Fall eben als ein H1-Tag. An den Zeilen, die Lode nur kommen, du geht ugin, wie den H1-Tag dann ausgesehen hat. Die verschiedenen Styling-Instruktionen nennen den auch Eigenschaften oder Properties auf Englisch. An die Eigenschaften, die gehen zwischen zwei Akkulaten geschrieben. Die erste Akkulat markiert den Bereich, wo die verschiedenen Eigenschaften aufhängen. An die zweite Akkulat, die kennt nur der letzte Eigenschaft. Und markiert damit den Schluss von den Formatage-Erstellungen für einen Selektor H1. Wie ihr seht, also als erstes Beispiel hier ganz einfach gehalten. Zwischen den Akkuladen steht an der Zeile 8 genau eine Proprietät. Und zwar es dreht sich hier um die Farbe, Color. Und da geht auch gehen, ja, wer eine Farbe da soll sein. Wir schreiben also einen Doppelpunkt hin und dann noch die Farbe, Red. Alle Instruktionen, alle Eigenschaften geht immer aufgeschlossen mit einem Punkt, Komma. Und da ist etwas, was ihr ganz sehr vergisst, aber leider direkt dazu feiert, dass deren CSS gut nicht mehr geht. Prägt dich also am besten den Punkt Komma als ein magisches Symbol an, und die Dat einfach nicht wert funktionieren. Und nun machen wir als nächstes Experiment. Wir lassen den H1-Titel an einer anderen Farbe erscheinen. Ich will nur einfach Green. Ich ersetze also Red durch Green. Wir kontrollieren, dass hinten drunter der Punkt Komma weiter steht. Ja, das ist der Fall, weil sonst gibt die Instruktion schon gut nicht gehen. Ich save hier mein Stylesheet auf mit dem Save-Button und ich lade meine HTML-Seite neu. Und du hast eine Änderung. Wir haben in der CSS-Datei etwas geändert, was das Styling betrifft, und das geht ja nur auf der Website automatisch überholt. Probieren wir los, als zweite Frage zu beantworten. Wieso ist der Hintergrund von unserer Website an einem Orangeton dargestellt? Die Antwort findet sich nicht weit weg an unserer CSS-Datei. Und zwar ist das die zweite Instruktion, die an der Zeile 12 geht. Hier wird ausgewählt, dass der ganze Bodybereich gestylt wird. An der HTML-Datei ist erklärt, dass der Bodybereich der Bereich vom Website ist, den auch tatsächlich angewiesen wird. Und dann gucken wir mal, was dann an der Zeile drinnen als Instruktion steht. Hier steht, dass Background Color, also die Hintergrundfarbe, ob diesen komisch ausgesehenen Wert gesagt wird. Dieser Code ist weiter nicht wie ein Farbcode, den am HTML und am CSS benutzt wird, wenn gewissen Farbe durchzustellen. Die hat Möglichkeiten für Farben umzugehen am CSS und HTML. Einerseits können da normal Wörter benutzen, für Farbe zu beschreiben, wie man das für drin beim H1-Tag mit den Wörter Red und Green gemäht tun, oder der benutzt so ein Hashcode für einen genauen Farbton können umzugehen. Wie kommen wir an einen Farbcode, für das wir genau einen gewünschten Farbton treffen? Dafür benutzt ihr am einfachsten das Site w3schools.com. An der Frontpage scrollt ihr einfach nur innen, bis ihr auf eine Kategorie Color Picker kommt. Dann klickt ihr die an und dann lädt eine Seite, wo ihr könnt nur einfach eine Farbe auswählen. Zum Beispiel hier in diesem Farbrad wähle ich eine lichtgrüne Farbe. Ich klicke die an. An der Seite geht man hier in dem Beispielfenster den Farbcode, den ich kann so überholen.
das könnt ihr einfach selektionieren und dann copy pasten an der CSS-Datei. Wir saven als Änderungen auf und wir laden unsere Website frisch. Und schon ist der Hintergrundfarbe geändert. Man hat so einfach Manipulationen gemacht. Man hat die Farbe geändert, einmal für den H1-Tag und einmal für den Body-Tag, besonders hier eben die Hintergrundfarbe. Bei den nächsten Sachen, die wir gesehen haben, erkennen wir, wie flexibel ein CSS kann ersetzen. Für als nächste Manipulation scrollen wir ganz hoch in den letzten Bereich von unserem Website an den CSS-Bereich. Hier sind eine Reihe Sätze angewiesen, die jeweils ein bisschen anders formatiert sind. Und dann gehen wir dir sehr auf die Spur, wie das dann mit Telefon HTML und CSS gemäht wird. Wir gehen nun alle echt an den HTML-Code gucken, wie diesen CSS-Bereich angeschrieben steht. Wir scrollen ganz hoch, weil auch der CSS-Bereich hier an HTML-Code ganz innen steht. Er geht hier unten an der Zeile 79. Als Satz steht jeweils an einem P-Tag. Ein P-Tag erinnert dich, bedeutet, dass ein Paragraph erstellt wird. So, da steht also all Satz hier aus einem eigenen Paragraph. Den ersten Satz, hier steht ein ganz normaler Text, also im HTML-Code just ganz einfach mit einem normalen P-Tag versehen. Du kannst nicht extra aus UGI. Aber schon beim zweiten Satz, also etwas Besonderes am P-Tag hier im HTML-Code zu gesehen. Und zwar, wo der P-Tag abgeht, befindet sich noch die Instruktion Class as gleich Bold. Und das ist der Hinweis für den Firefox, dass du hier etwas muss an die CSS-Datei lesen gehen. Und zwar, er soll die Instruktionen auslesen, die am Bereich Bold stehen. Das heißt, wenn wir an der CSS-Datei gucken gehen, muss man nur einem Bereich sichern, den Bold heißt. Wir wissen also nur an der CSS-Datei, aber wir sichern nur einen Bereich, den Bold heißt. Und den Bereich fanden wir hier zwischen den Zeilen 24 und 26. Der Bereich ist ganz ähnlich abgebaut wie für drun. Wir haben einen Selektor, den heißt hier Bold. Da könnt die erste Akkulat, die besieht, dass hier die verschiedenen Eigenschaften kommen. Und dann haben wir einen Schlussakkulat, die mitteilt, dass hier alles, das, was zu Bold gehört, fertig ist. Nun frage ich wahrscheinlich, wieso wir hier nicht einfach mit dem P-Tag führen, so wie wir das hier oben an der CSS-Datei mit dem H1-Tag gemäht und mit dem Body-Tag. Aber bitte so, wenn wir hier mit dem P-Tag schaffen, und wir geben dann mitteilen, dass der P-Tag bold ist, da wären alle guten Paragraphen auf unserem Website bold dargestellt. Weil der P-Tag ist ja für alle Paragraphen gültig. Wir hätten also dann keine Flexibilität mehr, da wären alle Paragraphen bold fertig. Und dafür benutzen wir hier eine leicht andere Methode. Wenn ihr gut guckt, steht für in unserem Selector Bold ein Punkt. Das heißt, dass das ganze Styling-Instruktion ein Klasse ist. Ein Klasse ist etwas, was den nach belieben kann für ein Paragraph, für einen Titel, für eine Tabelle aktivieren. Und dafür stehen nämlich auch an der HTML-Datei, wenn wir zurück gucken gehen, hier bei diesem zweiten Satz, hier steht ein Text in Fettdruck, am P-Tag die Instruktion Class as gleich Bold. Das bedeutet, dass niemand den heutigen Paragraph als Bold durchgestaltet wird. Also von allen also Sätzen, die wir stehen haben, wird niemand E-Paragraph heute Class Bold. Logi mal zurück an die CSS-Datei gucken, was denn eigentlich da drauf steht. Wir haben also heute Selektor mit einem Punkt für drin, die sieht, dass das heute nicht mehr ein Klasse ist und nicht für irgendeinen Tag immer gültig ist. Und als Instruktion haben wir auch eine Instruktion von Weight, das Weight heißt Gewicht, das heißt Gewicht von der Schrift, das ist auf Bold gestellt. Punkt Komma für die Instruktion aufzuschließen. Das ist als Klasse, mehr steht da nicht dran. Der Name von der Klasse ist übrigens frei wählbar. Ihre Kreativität sind doch keine Grenze gesetzt. An unserer Ausgangsdatei heißt ganz logisch, aber relativ banal Bold. Ich ändere die Nummer. Ich nenne die Klasse ab Lo Fettdruck. Abgepasst, Groß- und Kleinschreibung ist wichtig. Ich rekommandiere nicht bei CSS alles klein zu schreiben als Klassen, dann hat er eine Linie, wo die ich auch nicht hinnoiert. So, mein Klasse habe ich hier umbetitelt als Fettdruck. Was fehlt noch? Man muss erstens nochmal als Änderungen aufspeichern und dann muss man auch am HTML-Code den Namen von der Klasse anpassen gehen. Weil, wenn wir als HTML-Datei zurückgucken gehen, die Klasse, die Bold heißt,
redet net méi. Déi heecht lo Fettdruck. Als Beispiel ich lude lo die Webpage nei an lo miss den zweite Satz hei net mi am Bold erschenngen, weil die Klasse nemi so heecht, dat heecht der Firefox sich noch immer nur der Klasse Bold, mé an der CSS-Datei gëtt die Klasse goe nemi. Voilà, num Reload gesieht er hei aus diesem Text net mi am Fettdruck ugewiesen. Wenn ich dann heim in Klasse N regin an den num korrekterweise ob Fettdruck setzen, und dann hat der Meldatei aufsaven, frisch löden, dann erscheint mein Text am Fettdruck. So sieht er, dass die Namensgebung komplett von ihr aufhängig ist. Und dafür ist es wichtig, dass er Kommentare schreibt. Weil wenn da ihr ganz exquisite Nummer oder ausgefallene Nummer durchtut, wie erinnert ihr euch nach nur eine oder zwei Wochen, was den witzigen Nummer vielleicht bedeutet. Dafür ist es immer wichtig, dass er ihren Text kommentiert. Kümmere mal also um den nächsten Satz. Diese Paragraph hei geht als Schrägschrift an Italics ugewiesen. Wenn wir an den HTML-Code gucken gehen, hast du ein anderer Klasse spezifiziert. Die Paragraph geht also just an Italics ugewiesen. Gehen wir gucken an CSS-Datei, was steht in der Klasse Italics? Hei. Da steht Font Style Italic, also der Stil von der Schrift als Italic, eine Kursivschrift. Klassen, die da spezifiziert, könnt ihr auch hier nur am HTML kombinieren. Hol mal folgendes Beispiel. Wir hätten gern, dass diesen dritten Satz, den a Kursivschrift heißt, steht auf der Website, auch a Fettdruck soll erschenken. Nicht mehr einfach wie das, wir gehen einfach an diesen HTML-Code zurück, aber so ein Hei, dass den Paragraph nicht nehmen an der Klasse Italics aus, mir eben auch die Klasse Fettdruck soll hun. Wir setzen das einfach hier dabei. So hat dieser Paragraph zwei Klassen. Wir saven, wir löden frisch. An diesem Paragraph erschenkt eine Kursivschrift an einem Fettdruck. Diese Technik hier ist eine von den größten Flexibilitäten von CSS. Die könnt Klassen definieren, die ihren Stylingwünschen sprechen, und ihr könnt die so kombinieren auf verschiedene Bereiche von der Website, wie der gerade Lust tut. Und da ermöglicht ihr es für die Website hier nur genau so zu layouten, wie ihr das gern hat. Kommen wir zu dem vierten Satz. Hier steht als Text geschrieben, dieser Text ist in einer anderen Schriftart Courier New geschrieben. Das sieht aber nicht so aus. Das ist hier also auch noch ein Fehler vorkommen an der Programmation. Nun gehen wir für dich mal an den HTML-Text gucken, was dann da steht, wie ein Klasse das diesen Satz soll haben. Den entsprechenden Paragraph, die befindet sich hier an der Zeile 86, und du als Klasse auch in Courier New Monospace Font, das zusammen geschrieben der Name von der Schrift. Dann gehen wir nur mal an ein Stylesheet gucken, ob es die Klasse überhaupt gibt, oder wo du das Problem so leid. Wir gehen an den Stylesheet rüber gucken, und hier steht alles, was irgendwie relevant für diesen Bereich ist. Hier ist ein Zeil, die schwätzt von Courier New. Das ist die Schriftart, die soll ugewiesen gehen. Mir wieso geht es nicht ugewiesen? Ich habe wahrscheinlich einen Job gefallen, wo das Problem leid. Der Name von der Klasse ist ähnlich das, wie den an der HTML-Datei ugewiesen ist. Hier heißt das Klasse Typewriter Font, also Schreibmaschinenschrift, wie gesagt. Du passen wir die Num einfach mal hier an und dann gucken wir, ob das Problem behilft. Wir saven auf und wir laden als HTML-Seite frisch. Und zack, hier ist das korrekt angebettet gehen. Das ist etwas einfach, ein Problem davon, dass an der HTML-Datei nicht der richtige Num von der Klasse steht. Gucken wir uns also einmal die CSS-Instruktionen an, wie ihn dann Schriften kann ändern. Typewriter Font, hier geht es darum, für die Parameter umzugehen. Der Parameter für eine Schriftart zu ändern heißt Font Family, also die Schriftart der Familie. Und dann hier in Anführungszeichen haben wir den genauen Namen von der Schriftart und dann haben wir hier noch Alternativmöglichkeiten.
Also ich, in der ganzen Physik steht also der genaue Numm, das heißt, du gehst präzise und nicht unter Schriftgesicht, falls die auf dem Computer nicht verfügbar ist, da gibt es noch enger ähnlich klingender Schriftgesicht, die den Numm Kurier dreht. Und dann habe ich als Drittangabe, da gibt es sich eine bestimmte Schriftart, eine Familie, abgerufen. Egal wie eine Schrift das installiert ist, egal wie sie heißt, mir in diesem Fall alles, was zu der Familie Monospace gehört. Da das ein Schriftart, wo all Buchstaben dieselbe Breite hat um Display. Kommen wir mal zum fünften Satz, den in unserem CSS-Bereich steht. Hier haben wir eine Besonderheit, und zwar dass die, dass nämlich ein Teil vom Satz einen Hintergrundfarbe hat, so wie wenn der Gift mit einem Textmarker über den Bereich von einem Text fahren. Wie ist das an HTML und CSS umgesetzt? Wir gehen alle erst an die HTML-Datei gucken, was da in Instruktionen steht. Den entsprechenden Paragraph, den hier in der Zeile 88 steht, geben wir mit einem ganz normalen P-Tag-Paragraphen-Tag an. Das ist auch logisch, weil nur ein Teil von unserem Paragraph eine besondere Formatierung hat und nicht der ganze Paragraph. Da kommt das Wort ein, was noch normal durchgestellt wird, und dann kommt ein neuer HTML-Tag. Der neue HTML-Tag heißt Span. Span bedeutet so viel wie ein Bereich. Und das ist auch genau das, was an diesem Satz geschieht. Nimm ein Bereich von dem dritten Satz als an einer anderen CSS-Klasse. Der Span-Tag geht un also vier um Wort wie, anhält ob vier um Wort Text. Und ihr seht hier, vier um Wort Text als der Span-Tag nicht zugemäht. So, das heißt, mit dem Span-Tag haben wir einen Bereich definiert, mit dem etwas Besonderes geschieht. Und was geschieht Besonderes? Mit dem Span-Tag kriegt ein CSS-Klasse zugewiesen. Und zwar die Klasse Yellow Textmarker. Logi mal an CSS-Datei gucken, was die überhaupt an der Textmarker-Klasse steht. Die Yellow Textmarker-Klasse befindet sich von der Zeile 37 und bis Zeile 39. Die Num sieht der heißere Punkt für drin, weil es ein Klasse ist, dann der Num Yellow Textmarker, der Collat, die seht, dass die Instruktionen kommen. Und da steht eine einzige Instruktion, und zwar das ist schon eine Instruktion, die wir kennen. Background Color Yellow, also die Hintergrundfarbe wird gelb gemäht. Und das wäre es schon. Da nur den Punkt Komma nicht vergessen, und der Collat geht so. Mehr ist das nicht. Und den Effekt wird damit erzielt, dass eben diese Formatage nur auf einen Bereich, auf einen Span von dem ganzen Paragraph angewandt wird. Wir wollen nur die Farbe ändern von unserem Textmarker-Effekt. Wir wollen zum Beispiel blau machen. Was ist der Fehler, den wir noch nicht dürfen machen? Wir ja ganz einfach hier an dem Num von der Klasse das Wort Yellow durch Blue ersetzen. Weil die Klasse geht es gar nicht an der CSS-Datei. Das heißt, das machen wir nicht so. Wir lassen nur Yellow Textmarker stehen und wir gehen an die CSS-Klasse selber, die noch immer Yellow Textmarker ist, wir suchen, dass der Hintergrundfarbe, also die Instruktion, Background Color, da so man nämlich den Background get yellow, mit dem Background aus blue, blue. Da saven wir das auf. Und wir lösen frisch. Und hier ist also ein Textmarker-Effekt auf blue umgestaltet gehen. Obwohl als Klasse noch immer yellow Textmarker heißt. Das ist noch ein Kaffee, steilig zu machen, dass der Num von der Klasse nicht unbedingt das ausdrückt, was doch da geschieht. Dafür also der Rim ein Keer immens wichtig, dass das Kommentare aufpasst, respektive dass das Kommentare schreibt. Das heißt, hier muss man als Hintergrundfarbe an diesem Kommentar blau tippen, für das wir wissen, okay, obwohl die Klasse Yellow Textmarke heißt, geht aber heute Hintergrundfarbe blau gesetzt. Wir ändern noch ganz einfach den Namen von der Textmarker-Klasse. Ich nenne das Textmarker blau. Und da muss ich dran denken, dadurch hier am HTML kurz ändern. Textmarker underscore blau. Gesaved. Frisch geladen. Und es funktioniert noch immer, weil sowohl an meiner HTML-Datei wie CSS-Datei den Titel von der Klasse über den E stimmen. Zum Schluss gucken wir uns nach den CSS- und HTML-Code und die bewirkt, dass die allerletzte Zeile hier zentriert erscheint. Gehen wir in HTML-Code gucken, was da steht. Das ist ein ganz einfach Paragraph, den ein Klasse zugewiesen Code hat, die hier Centered Text heißt. Gehen wir an CSS-Datei gucken, was die Klasse besieht. Centered Text, was das die Instruktion? Text allein, also den Alignement vom Text, als ob Center gestellt. Voilà, und das ist schon die gesamte Instruktion, die erklärt, wieso das diesen Paragraph hier zentriert steht.
Tüdel an diesem kleinen Überblick schon ein ganz Reihe und ganz wichtigen und essentiellen CSS-Instruktionen kennengelernt. Über Farbe ändern, Hintergrundfarbe erstellen, Schrifttypus ändern, Kursivschrift, Fettdruck, Zentrierung vom Text, also weiter. Wenn ihr an der CSS-Datei nach Ruf scrollt, du siehst da den Code, den benutzt ihr als für Tabelle, die da angefügt wird, zu stylen. Besonders interessant sind do Darstellungen von Family, hier kriegt ihr noch ein Beispiel für eine Schriftart, und auch von Size, also der Parameter, für die Schriftgröße zu definieren. Wo könnte ich noch Dokumentäre gehen, über weitere Parameter für CSS für andere Effekte zu erzielen, wenn wir werden an den Screencasts nicht können all einzelne Parameter aufdecken. Wo könnte ich noch Dokumentäre mit weiteren Parametern für Effekte zu erzielen, die wir noch nicht beschwerten. Wir werden auch an den Screencasts nicht alle einzelnen Funktionen, alle einzelnen Parameter können von CSS aufdecken, weil es einfach zu viel ging. Für etwas Bestimmtes nutzen sich empfehlen wir nächstes Jahr das Site w3schools.com, wo wir für Drusch schon am Color Picker geschafft haben. Und dann klickt da für etwas über CSS gewürzt zu gehen, einfach oben auf den Bereich CSS. Wenn ihr in dem Bereich seht, dann über das Menü links kommt ihr an die verschiedenen Kategorien. Zum Beispiel hat er eine Kategorie, da kriegt ihr erklärt, wie ihr könnt ihr Hannagrün stylen. Da wählt ihr einfach die Kategorie aus und da kriegt ihr Beispiele, Effekte gewesen und praktischerweise kriegt ihr direkt innen drin den Code. Den ihr natürlich müsst für eure Situation aufpassen jeweils. Und zum Aufschluss vom Video wären heute nach 4 Challenges für euch. Als erste Challenge soll da den H1-Tag informatieren, und zwar in irgendeiner andere Schrift, die ich beliebig ist. Es soll zentriert hier noch angewiesen gehen, und den H1-Tag soll auch an einer anderen Farbe durchgestellt, wie das Lodefall ist. Als zweiten Challenge, ähnlich mit dem H2-Tag, alles, was am H2-Tag formatiert, das soll an Italik, also Kursivschrift, durchgestellt gehen. Auch soll es durch eine Farbe kriegen und auch eine andere Schrift, das ist freigestellt. Den dritten Challenge, du soll Lauf alle gut die anderen Schriften, natürlich den normalen Bodyfont, ob die Parameter umgestellt gehen, die hier drin stehen. Natürlich Font Family aus Verdana, Geneva, Sans Serif. Und als letzten Challenge, der vierten, du soll der Paragraph innen am CSS-Bereich von der Website, den heißt, hier steht ein normaler Text, am der Farbe rot erschienen. Viel Spaß beim Experimentieren und viel Erfolg beim Styling mit CSS.